vom Ernst Inglin. Das war ein ganz verrückter Schweizer Orgel. Ich habe mit dem, als er über 70 war, noch ein paar Mal am Brecker oben gespielt. Er konnte also hier noch gut spielen. Es war einer, der ein bisschen zum Kopf aus viel gespielt hat. Gewöhnlich zweimal das gleiche nicht mehr machen konnte. Und der, also der Schottisch, den ich jetzt spiele, auf dem Schweizer Orgel aufgenommen, das braucht so etwas, dass man so einen kann spielen auf dem Schweizer Orgel. 1, 2. Thank you.